Heute spreche ich über die Top-Boxershorts für Männer. Ihr wolltet eigentlich einen Boxershorts-Test haben, den gibt es heute nicht, aber ich spreche heute einfach mal über die Top-Boxershorts für uns Männer, denn jeder von uns muss natürlich Unterwäsche tragen und Boxershorts sind damit Abstand die beliebteste Art von Unterwäsche. Hand hoch, bei wem es genauso ist. Alle Boxershorts, über die ich heute spreche, habe ich logischerweise schon selbst angehabt beziehungsweise trage die teilweise schon über Jahre oder Jahrzehnte und die verlinke ich euch selbstverständlich auch alle hier unten in der Box. Starten wir mit den Klassikern und zwar mit den Boxershorts, in denen uns die Frauenerschöpfung wohl am liebsten sehen, den Calvin Klein Boxershorts. Klar, natürlich auch super bekannt durch die ganzen Kampagnen mit diversen Werbeikonen. Die Boxershorts gibt es in vielen verschiedenen Farben. Die Standardfarben sind grau, weiß und schwarz. Und die drei Boxershorts in diesem Dreierpack, grau, weiß, schwarz, kosten 36 Euro, also drei Stück für 36 Euro. Die Boxershorts bestehen aus 95% Baumwolle und 5% Elastan. Ich muss sagen, vom Fit her sind die nicht ganz so ideal, die sind ein bisschen eng geraten. Also mir persönlich mit einer M wird es bei mir ein bisschen schwierig, da muss man schon besser eine L auswählen. Aber die gehören natürlich zu den Top-Boxershorts, gar keine Frage. Weiter geht's mit den Boxershorts von Under Armour. Diese Boxershorts bestehen aus einem Baumwoll-Polyester-Gemisch, fast 50-50 von der Verteilung, ist jetzt nicht ganz so optimal, ja, vom Stoff her, aber ein super Tragekomfort. Die haben auch einen etwas dickeren Bund, ja, was ich sehr gut finde. Und gerade zum Sport eignen die sich wirklich hervorragend. Du hast einfach etwas längere Boxershorts auch vom Stoff her. Die sind einfach etwas länger geschnitten, was ich persönlich auch sehr angenehm finde. Und drei von den Boxershorts kosten 29 Euro. Ich muss sagen, vom Tragekomfort her echt wirklich super. Weiter geht's mit den beliebten Boxershorts von Hugo Boss. Drei Stück kosten 30 Euro, also pro Boxershort ein Zehner. Ich muss sagen, die fallen relativ klein aus. Ich würde mir die immer eine Nummer größer kaufen. Also die M, die ich jetzt hier in der Hand halte und die ich auch in einem Video anhabe, die sind schon super, super eng. Und grundsätzlich ist mir bei diesen Boxershorts aufgefallen, dass die über einen gewissen Zeitraum relativ schnell ausleiern. Haben auch ein 95:5 Baumwoll-Elastan-Gemisch, was eigentlich gar nicht so schlecht ist, aber wie gesagt, meiner Erfahrung nach leiern die leider relativ schnell aus und dann kann man die einfach nicht mehr gebrauchen, weil einfach nicht mehr so viel Halt zwischen den Beinen ist. Weiter geht's mit der Boxershorts Marke Snox. Grüße gehen raus nach Mannheim. Die Boxershorts von Snox bestehen ebenfalls aus 95:5 Baumwoll-Elastan-Gemisch. Was ich persönlich erstmal sehr gut finde, also ähnlich wie die von Calvin Klein und von Hugo Boss. Was allerdings nicht so gut ist, meiner Meinung nach, ist die Größenverteilung. Ich hatte jetzt zum Beispiel nochmal M bestellt und die konnte ich einfach für dieses Video noch nicht mal anziehen, weil es einfach viel zu eng war. Aber die Jungs von Snox, die machen das ja schon ein Weilchen länger. Was ich zum Beispiel sehr gut finde, ist, dass dieses Bändchen, was zum Beispiel eigentlich immer im Boxershorts hinten drin ist, ist nicht drin, weil das stört am Ende des Tages nur. Meistens schneidet man das eh irgendwie raus, weil es irgendwie nervt und die Jungs von Snox machen das gar nicht erst rein. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis kann man nichts sagen, außer top. Du bekommst 6 Boxershorts für sage und schreibe 40 Euro und Snox hat auch ein großes Boxershorts-Sortiment, also schau doch gerne mal vorbei. Weiter geht's mit den Boxershorts von Amazon, den Amazon Essentials Boxershorts. Da muss ich sagen, wurde ich sehr überrascht. Die hatte ich davor noch nicht an und ich muss sagen, ich war aus dem Grund überrascht, weil die zum einen aus 100% Baumwolle bestehen, zum anderen einen sehr guten Tragekomfort hatten und einfach auch ein bisschen länger geschnitten waren, was mir persönlich sehr gut gefällt. Zudem kosten die sage und schreibe 26 Euro, dafür bekommst du 5 Stück. Also preislich, da brauchen wir glaube ich gar nicht drüber diskutieren. Und wem es jetzt nicht so wichtig ist, irgendwie eine Marke zu tragen, für den sind die Boxershorts wirklich ideal. Die kommen in verschiedenen Mustern, ja, ist jetzt nicht unbedingt jedermanns Sache, aber wenn man da jetzt nicht so mega krassen Wert drauf legt, muss ich sagen, kann man definitiv empfehlen. Weiter geht's mit den sehr, sehr beliebten Boxershorts von Puma. Ich kann verstehen, warum die so beliebt sind, denn du bekommst 6 Boxershorts für 38 Euro und meistens ist es so, dass es bei Amazon auch noch solche Special Deals gibt, dass die halt noch günstiger sind und dann ist es natürlich ein überragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Auch hier haben wir ein 95:5 Baumwoll-Elastan-Gemisch. Vom Bund her sind die jetzt nicht ganz so breit wie manche andere Boxershorts, was allerdings aber gar kein Problem ist. Man muss nur diesen lästigen Zettel, der hinten drin ist, auf jeden Fall rausschneiden, weil ansonsten nervt das.
Und die Boxershorts von Puma gibt es auch in vielen verschiedenen Farben und ich kann euch sagen, mit diesen Boxershorts werdet ihr definitiv nichts verkehrt machen. Weiter geht's mit den Boxershorts von Tommy Hilfiger. Die sind im Verhältnis jetzt gesehen ein bisschen teurer als die anderen. 3 Stück kosten 40 Euro, aber man sagt ja, qualitiert er seinen Preis und das kann ich hier in diesem Fall auch bestätigen. Wir haben vom Fabric hier das gleiche Material wie bei vielen anderen Boxershorts, 95:5 Baumwoll-Elastan-Gemisch. Was ich hier allerdings cool finde, ist, dass zum Beispiel hinten noch dieses Tommy-Zeichen einmal eingenäht ist. Und ich muss sagen, ich trage jetzt schon Weilchen und bin mit denen super zufrieden, sind bis dato echt noch top in Schuss und kann die definitiv empfehlen. Weiter geht's mit den Boxershorts von der Marke Manscaped. Wem Manscaped nichts sagt, kein Problem. Manscaped ist eine Männerpflegemarke aus den USA. Die haben Männerpflegeprodukte und unter anderem auch Boxershorts. Und jetzt haben sie die zweite Version von ihren Boxershorts rausgebracht, und zwar die Boxershorts 2.0. Ich habe eben gesagt, Qualität seinen Preis. Kommen wir hier erstmal zum Preis. Hier kostet eine Boxershort aktuell auf Amazon 39 Euro. Ja Leute, das ist happig. Die Boxershort ist aber auch etwas außergewöhnlicher als alle anderen, muss man sagen. Das Innenmaterial ist anders als das Außenmaterial. Also es ist ein sehr, sehr außergewöhnliches Gemisch, ja, an Materialien. Ich schaue nochmal drauf. Das Außenmaterial besteht aus 95% Mikromodal und 5% Elastan. Und das innere Material aus 95% Viskose und 4,5% Elastan und 0,5% Nylon, was jetzt nicht so geil ist, weil das natürlich überwiegend, wenn nicht ausschließlich, nur Plastik ist. Ja, ich kann da noch nichts Langfristiges zu sagen. Von innen haben die auf jeden Fall so eine Verstärkung eingenäht, was ich ganz gut finde. Die fühlen sich, wenn man sie anzieht, natürlich super weich an, super entspannt an und sind vom Look her auch, finde ich, ganz nice. Aber ob ich 40 Euro für eine Boxershorts ausgeben würde, ich weiß nicht. Weiter geht's mit den Boxershorts von der Marke Eless. Ich hoffe, ich spreche die Marke richtig aus. Die habe ich vor längerer Zeit mal bei Zalando im Outlet gekauft und ich muss sagen, ich wurde positiv überrascht. 3 Stück kosten ungefähr 25 Euro und vom Fit her, vom Look her, also auch vom Bündchen oben, sind die top. Ja, kann ich nicht zu sagen, vom Preis-Leistungs-Verhältnis top. Eigentlich die günstigere Variante von den Under Armour, kann man sagen. Denn die sind auch einfach ein bisschen länger geschnitten, was mir auch sehr gut gefällt. Und gibt es in Schwarz-Grau, kann man nichts mit falsch machen. Finde ich wirklich eine super Option, wenn man nicht ganz so viel Geld ausgeben möchte, wie zum Beispiel für die Under Armour. Und last but not least habe ich noch die Boxershorts von der Marke Drycom mit reingenommen, die ich seit ungefähr so roundabout seit einem Jährchen trage. 3 Stück von den Boxershorts kosten 35 Euro, etwas teurer, aber man hat hier auch eine kleine Besonderheit, zum Beispiel am Bund, so eine kleine Stickerei, was sich auch wirklich ein bisschen hochwertiger anfühlt und anders als bei anderen Boxershorts zum Beispiel ist. Vom Tragekomfort her, als auch vom Fit, als auch vom Fabrikat kann man auch hier einen Daumen nach oben geben. So Leute, das waren viele Boxershorts und ihr wollt jetzt wahrscheinlich wissen, Daniel, welche soll ich kaufen, welche sind die besten, welche kannst du empfehlen? Grundsätzlich kann ich erstmal sagen, dass es nur kleine, aber feine Unterschiede bei den Boxershorts gibt und ich grundsätzlich immer Boxershorts nehmen würde, die einen hohen Baumwollanteil haben. Wenn du jetzt jemand bist, dem Marken jetzt nicht so unbedingt wichtig sind, dann würde ich halt die teuren Marken einfach für dich selber einfach mal ausschließen, weil du kommst auch mit den günstigeren Varianten sehr gut klar. Und wie gesagt, die Unterschiede sind halt wirklich nur marginal. Was die besten Boxershorts sind, da würde ich mich jetzt ungern festlegen. Mir persönlich gefallen auf jeden Fall die, die vom Schnitt her einfach ein bisschen länger geschnitten sind und die auch einen breiten Bund haben. Aber wie gesagt, die Boxershorts, die ich hier in dem Video vorgestellt habe, sind sicherlich alle tragbar und mit denen kommt ihr alle gut klar. Ich bin gespannt, was ihr da draußen für Boxershorts tragt, ja, was eure Favorites sind. Schreibt es mal unten in die Kommentare rein. Preis-leistungstechnisch gesehen würde ich sagen, ja, wenn man bei Amazon auch Special Deals bekommt, sind die von Amazon und von Puma halt echt schon schwierig schlagbar. Aber Leute, testet selber mal aus und schreibt gerne in die Kommentare rein, was eure persönlichen Favorites sind.